Jetzt kommen wir zu einem Video, was ich unbedingt selber anschauen wollte. Ganz kurz zu der Sache, die da gestern auf Twitter wieder passiert ist und vorgestern. Geburtstag eingeladen habt. Genießt du diesen besonderen Tag, Kleiner? Ich erwarte nichts und bin dennoch enttäuscht. Ja, ganz sicher. So, das geht raus an Montana Black an der Stelle, der da leider mit seiner NFT-Verlosung ein wenig reingeschissen hat. Also, Folgendes ist passiert. Ich kann es nochmal ganz kurz raussuchen. So, Monte hat verlost NFTs. Da ist ja schon mal nichts dabei. Also, das ist ja in Ordnung. Ich nehme mir einen Artikel von Buffed. Er hat folgendes NFT verlost, und zwar dieses hier. Montana Black X Kongo Club. Also 500 Whitelist-Plätze gab es zu gewinnen und 5 NFTs. War halt einfach ein Gewinnspiel, sag ich mal, damit man NFTs minten kann. Und ja, da konnte man sich dann halt über einen Discord und ein Follow bei Monte und bei diesem NFT halt eintragen. So, jetzt muss man dazu sagen, Monte hat selber gesagt, er hat es nicht selber gepostet. Einer aus seinem Team war es. Das Ding ist halt nur, dass ein NFT mintable gewesen ist, was auch Vorschaubild gewesen ist. Unter anderem ist halt dieser Affe hier gewesen. Dieser Affe sieht halt 1:1 aus wie Hitler. Es handelt sich dabei um Adolf Hitler mit einer Hakenkreuzbinde. Das Hakenkreuz allerdings gespiegelt, nichtsdestotrotz verfassungsfeindliches Symbol halt. Und ja, hat da halt tatsächlich, ja, sag ich mal, bisschen Scheiße gebaut in dem, was er da halt beworben hat. So, das ist jetzt eine Sache. Das kann blöd gesagt passieren, in meinen Augen. Ne? Das kann sein, dass halt da irgendwo mal, weiß ich nicht, dass man das komplette Ding halt durchschaut. Er hat es ja auch selber nicht gepostet, dass da vielleicht einer aus seinem Team halt Kacke gebaut hat. Das kann natürlich sein, ne? Dass man das halt irgendwie nicht so gesehen hat. So, jetzt hat er hier tatsächlich dazu nochmal Folgendes gesagt. Und das ist für mich der einzig problematische Punkt, dass er sich da tatsächlich ein bisschen, ja, würde ich fast nur sagen, unantastbar gegeben hat, beziehungsweise uneinsichtig und die Problematik des Ganzen nicht erkennt. Und ja, nicht unbedingt richtig gewesen ist. Ich suche nochmal ganz kurz den Clip aus. Es gab zuerst, kriegst du wahrscheinlich wieder zusammen das Statement. Er hat auf jeden Fall nochmal ein Ding dazu gemacht, hat sich entschuldigt auch. Das müssen wir jetzt gar nicht zeigen. Da hat er halt gesagt Folgendes, so, er hat sich halt hier entschuldigt. Ich noch mal ganz kurz zu der Sache ein bisschen was sagen, was jetzt wieder ein bisschen bei Twitter und so los ist. Ich werde jetzt nicht allzu groß drauf eingehen. Ich kann euch nur 2, 3 kleine Punkte dazu sagen und dann könnt ihr davon einen Clip machen oder auch nicht oder euch das merken oder auch nicht. Ich war selber ein bisschen von der Situation überfordert, dass ich mich aktuell für NFTs interessiere und auch gewillt bin, welche zu kaufen, sie zu zeigen oder auch mit anderen Firmen, die NFTs haben, zu kooperieren in Form von, dass ich dafür eine Bezahlung bekomme. Das ist ja alles entspannt und das wird auch in Zukunft so sein. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, ist die Kamera gut? Kann man auch mal machen. Aber, das soll jetzt keine billige Ausrede sein, gestern das Giveaway, was ich gepostet habe. Basically ein Krypto-Token, ein Krypto-Coin, was ganz einfachen möchte, auf dem Blockchain-Information gespeichert werden kann, ein Bild, Musikrechte und so weiter und so fort. Und diesen Token besitzt dann nur du, also daran hast du dann die Rechte. Habe ich nicht selber gepostet, sondern jemand aus meinem engeren Umkreis, kann man auch Management nennen, hat es gepostet und hat leider Gottes da etwas übersehen. Ich habe vorher gefragt, alles cool mit diesem Projekt, wie schaut es da aus? Alles entspannt, es wurde gepostet. Danach hat Twitter ein bisschen gebrannt, auch natürlich kann man drüber diskutieren und zu Recht gab es da dann auch Kritik. Und gestern habe ich im Stream versucht, das irgendwie noch für mich so ein bisschen argumentativ hinzulegen und habe irgendwelche Aussagen gebracht, wo ich vorher 0% drüber selbst reflektiert habe. Also ich habe gestern das ganze Thema für mich abgehakt, habe da den Post gelöscht dann selber und bin irgendwann nach Hause gekommen, habe den Stream angeschmissen, habe da nichts zu gesagt und irgendwann habe ich auf Krampf versucht, irgendwas zu sagen, was er dann mir noch ein Bein gestellt hat. Ja, also seine Aussage ist gewesen, ja, ist ja nicht schlimm, verfassungsfeindliches Symbol, ja, es ist ja ein Teil unserer Geschichte und damit muss man sich auseinandersetzen. So, und das Problem dabei ist halt, dass dieses verfassungsfeindliche Symbol halt geteilt worden ist. Die Verbreitung davon ist halt strafrechtlich relevant. Also das ist halt eine Sache, die im Strafrecht ja unter Strafe steht. Ob es jetzt das gespiegelte Symbol auch betrifft, das weiß ich nicht. Es ging auch dabei, dass es das gespiegelte Symbol ist, also das hinduistische Symbol, glaube ich, für Glück ist. Also er hat dann irgendwo versucht, das Ganze viel zu sehr zu relativieren und in der ersten Handlung hat er tatsächlich da einfach Scheiße gebaut. Also er hat da irgendwie wieder versucht, das zurechtzulegen und zu relativieren. Und das war für mich das größte Problem an der Sache, dass seine erste und einzige Reaktion darauf gewesen ist, zu sagen, ich lösche das einfach und versuche das dann noch irgendwie gerade zu biegen und sich wieder so in dieser ich kann ja nichts dafür, ich hab's ja selber gar nicht gepostet, Mann, hier, das kam ja erst später, sondern dieses, ja, es gehört ja zur Geschichte dazu und ist ja auch nicht so schlimm und so und ich weiß nicht, warum sich jetzt alle wieder aufregen. Und das ist für mich das große Problem an dieser Geschichte gewesen. Gar nicht, dass es passiert ist, so ein Scheiß kann passieren, gerade wenn er es nicht selber war und das glaube ich ihm auch an der Stelle. Ich find's halt einfach nur krass, dass das halt wieder so relativiert wird. Und er schreibt hier gerade 19Tommy98 was ganz, ganz Gutes in den Chat und das ist genau mein Problem mit Monte teilweise und auch so einer Aktion. Du schreibst halt einfach in den Chat, Monte halt. Und das ist dieses, ja,
dieses ständige, es ist halt Monte, es ist halt seine Art, es ist halt Monte. So, man kann ja nicht alles über die Art eines Menschen relativieren. Nur weil man ihn, sag ich mal, mit solchen Aktionen schon irgendwo kennt und er sich immer so gibt, heißt das ja nicht, dass er das trotzdem richtig gemacht hat und da nicht auch irgendwo für kritisiert werden darf. Also er gibt sich halt immer gerne, als wäre er ist halt sehr uneinsichtig, sag ich mal, für Kritik und hat da gar keinen Bock drauf. Und das ist das Problem, was ich mit Monte habe in letzter Zeit oder schon was länger. Deshalb haben wir auch, glaube ich, nicht mehr, wir machen eh so gaming-mäßig fast gar nichts mehr zusammen. Wir haben uns bei dem Amar-Event gesehen. Auf persönlicher Ebene verstehen wir uns sehr, 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 sehr gut. Aber ich muss immer wieder dieses Öffentliche so ein bisschen ankreiden und auch da habe ich so ein distanziertes Verhältnis zu und eigentlich wollte ich auch hierzu nicht so großartig was dazu sagen. Aber ich finde dieses relativierende Monte halt, es ist halt Montes Art. So, natürlich kann einem sowas rausrutschen, aber dieses, er kommt halt mit allem durch und solche Sachen passieren und es ist immer wieder irgendwas und es ist so, ach, das ist doch Monte. So, und wenn ich halt jetzt halt überlege, das würde ein anderer sagen oder das würde irgendwem anders passieren, dann ist das ganz anderes. Stell dich mal vor, jemand, der vielleicht ein negativeres Image auf YouTube irgendwo genießt, dem würde sowas passieren. Stell dich einfach mal vor, so ein Leon Mascher hätte jetzt so ein Gewinnspiel auf Instagram verlost. Da wäre das Backlash, das öffentliche Backlash, nicht mal das Backlash aus der Creator-Community, sondern das, was öffentlich los wäre, wäre viel, 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 viel größer. Oder ein KuchenTV zum Beispiel, der ist erst jetzt gecancelt worden, cancelt in Anführungsstrichen, der macht immer noch weiter Videos und genießt immer noch Aufmerksamkeit. Wäre anders gewesen, der hätte viel mehr Backlash und Hass bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Also, nein, man weiß bei ihm einfach, wie er gepolt ist und nichts böse meint, egal welches Thema. Ja, aber trotzdem sind diese Rausrutscher scheiße und dafür muss man sich entschuldigen. Auch wenn man vielleicht die Intention dahinter weiß und ich weiß auch, wie ein Monster eine Aussage, Frauen sind für mich wie Hunde, gemeint hat, dann ist das ja trotzdem im Kern eine nicht richtige Aussage, die zu entschuldigen ist, oder nicht? Also ich weiß auch, wie die Intention dahinter gewesen ist, dass er da nicht irgendwen angreifen wollte. Genauso wie hier bei diesem Gewinnspiel, was, wie gesagt, passiert ist und das ist doof und das ist super kacke und der hat's gelöscht und das ist doch schon der richtige Move. Also, dass er das relativiert hat. Das ist das Problem für mich zu sagen, der erste Move zu relativieren und dass die Einsicht erst 20 Stunden später kommt, bei der Reichweite, finde ich schade. Selbst wenn man es nicht böse meint, ist es immer noch nicht richtig und es einzusehen ist das Mindeste. So, das schreibt hier auch gerade Les in den Chat. Also, das ist für mich das Problem. Und Marcel und ich, so, wir haben nicht mehr so viel Kontakt, schon seit 1, 2, 3, 4, ich würde fast schon sagen, seit 4 Jahren nicht mehr, seitdem Marcel größere Zuschauerzahlen genießt als zuvor, haben wir nicht mehr so viel Kontakt und das ist auch vollkommen in Ordnung und da mache ich auch überhaupt kein Auge drauf, das gönne ich ihm auch vollkommen. Immer wenn wir uns sehen oder sprechen, ist es entspannt und wir sind immer auf einer guten Ebene, aber mich stört einfach dieses, es ist halt Monte. Es ist halt Monte und es ist halt seine Art und es ist halt einfach so. Und da denke ich mir so, Bro, also du hast ja keinen Freipass, du kannst ja nicht einfach alles sagen, was du willst. So, du musst schon auch dann für deine Dinge, die du halt da teilst, das ist dein Kanal, da hättest du dann zumindest gesagt, ey, es tut mir wahnsinnig leid, das ist super scheiße und ich verstehe, wie wichtig dieses Thema ist und nichts Relativierendes sagen, wie es gehört zu unserer Geschichte, sondern einfach mal sagen, einfach zu sagen vielleicht, keine Ahnung, pass auf, es war scheiße, ich habe es nicht gepostet, es war einer aus meinem Team, ist dumm gelaufen, das war das Research nicht gut genug, es tut mir leid und es ist eine absolut schlimme Geschichte, die da passiert ist und sowas sollte nicht nochmal vorkommen. Das hätte gereicht. Stattdessen 1,5-2 Minuten Rumgefasst und Rumrelativierung. Das finde ich schade. So, jetzt schauen wir uns mal den zweiten Teil. Ja, rückgängig machen kann ich es nicht. Ich kann nur eine Sache sagen als Abschluss. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten, was die Twitter-Leute von mir halten, war mir schon immer scheißegal, denn... Aber das ist ja nicht das Kernproblem. Das ist ja nicht das Kernproblem, was Leute von dir halten. Das Kernproblem ist ja, dass du in dem ersten Affekt gar nicht einsehen wolltest. Am Ende, Digga, gibt's nur... Twitter ist da ein Stück weit lost. Natürlich hat man sich zu Recht drüber aufgeregt. Das widerspricht sich hier auch wieder. Er sagt hier am Anfang, ja, zu Recht wurde sich drüber aufgeregt. Jetzt sagt er, es ist scheißegal. In der Öffentlichkeit. Aber am Ende des Tages ist es mir sowieso egal, was die gesamte Öffentlichkeit von mir hat. Wichtig ist, was die Freunde, Familie von mir halten, dass die mich lieben. Klar, ich stehe im Internet und bin auch darauf angewiesen, dass Leute mich feiern, so ist es nicht. Aber am Ende des Tages ist mir egal, ob ein Johannes von Twitter mich mag oder nicht. So. Und? Ich kann nur eine Sache sagen, es tut mir sehr leid, auch wenn es kein originales Hakenkreuz war, was das zu sehen ist, sondern es ist... Da fängt jetzt halt schon wieder die Relativierung an und dieses, es ist mir egal, was die Öffentlichkeit von mir denkt, ist jetzt für mich auch schon wieder rein rhetorisch so einzuordnen, zu sagen, ja, ich gebe mich hier wieder ein Stück weit unantastbar und möchte hier einfach auch gar nicht damit konfrontiert werden, was ich da falsch gemacht habe. Mir ist doch eh nur wichtig, was meine Engen über mich denken. Und hier ist wieder das Problem, dass er das Ganze einfach nicht einsieht. Die Schwierigkeit seines Verhaltens, so, das, ne? Das ist ein buddhistisches Zeichen meines Wissens gewesen, was sogar für Frieden steht, spielt aber auch alles gar keine Rolle. Naja, er sagt, es tut ihm leid, er erklärt nur, wie es genau war. Ja, aber er sieht nicht zu 100%ig ein, dass es ein Problem gewesen ist. Er sagt, es tut ihm leid, aber hätte er gesagt, es tut ihm leid, wenn ich so ein riesen Aufschrei da gewesen wäre, weiß ich nicht. Es ist die Uneinsichtigkeit und dieses ständige, ich druckse mich so ein bisschen raus, bis dann irgendwann dann doch eine ernst gemeinte Entschuldigung kommt, das dauert mir manchmal ein bisschen zu lange. Das finde ich sehr schade, weil ich weiß, dass er ja das Ganze nicht so meint und auch nicht so ist und auch niemanden damit auf den Schlips treten will und natürlich ist Monte auch kein Nazi, aber man sollte sich ein bisschen seine Reichweite und
seines Handels dann bewusst sein, unabhängig davon, ob er es selber gepostet hat oder nicht. Aber er sieht es hier nicht in meinen Augen so hundertprozentig ein. Am Ende kann ich nur eins sagen. Und das ist bei euch allen Influencern so, da brauchst du jetzt nicht so übertreiben, haha. Digga, ich check dein Problem nicht. Bro, guck mal, wenn du doch so hundertprozentig auf seiner Seite stehst, dann geh doch jetzt in seinen Stream, dann lutsch doch da. Oder bist du da gebannt, Digga? Also, wir haben doch hier gerade im Chat eine gemeinsame andere Auffassung. Also, ich verstehe nicht, warum du jetzt hier so... Ich lasse es zu, alles cool so. Aber es ist doch verallgemeinert gar nicht bei allen Influencern so. Sehr viele Leute haben sehr viel Scheiße gebaut und bereuen das deeply und haben das auch vernünftig aufgearbeitet. Aber das hier ist irgendwie nicht der Fall. Man sollte vorher vielleicht... Meinst du nicht, es würde sich mehr bringen, wenn man sich privat ermonte mit einem Feedback-Vendor, statt das öffentlich auszutragen? Ich will das gar nicht öffentlich breittreten. Ich will das hier gar nicht öffentlich groß machen so. Das wird ein React und dann ist es gut so. Weil ich werde ja auch darauf angesprochen, was ich davon halte. Mir ist es letztendlich eigentlich fast schon egal. Ich glaube auch, wenn ich das jetzt privat tatsächlich an ihn rantragen würde, ich wüsste ja nicht, ob da eine Antwort bekommt. Ne? Das ist halt das Ding. Also ich wüsste gar nicht, ob ich da jetzt eine Antwort bekommen würde von ihm. Vielleicht nochmal double checken, was man postet. Auch wenn ich es nicht selber gepostet habe, muss ich es trotzdem nochmal überprüfen. Ich sehe das Problem mit dem Hakenkreuz nicht. Wäre es ein Hammer und eine Sichel gewesen, hätte niemand was gesagt. Ja, aber Bro, ein Hakenkreuz ist in Deutschland indiziert. Das darfst du nicht öffentlich teilen. Das ist strafbar. Das ist strafbar, Bro. Das kannst du nicht vergleichen. Das steht unter Strafe. Doppelten Sicherheit. Und mir ist ganz wichtig, nochmal einfach zu sagen, dass die Sachen, die man auch dann damit im Zusammenhang bringt, mit dieser ganzen Nazi-Scheiße, ihr wisst ganz genau, dass ich mich davon sowieso immer distanziere. Das ist ja, das unterstellt mir auch niemand. Das ist ja auch so. Marcel ist natürlich kein Nazi. What the fuck? Meine Problematik ist auch gar nicht, dass es passiert ist. Das ist ein dummer Scheiß-Zufall. Im Endeffekt hätte das jedem anderen Influencer auch passieren können. Rückgängig machen kann er es nicht, aber er sollte sich tatsächlich damit befassen. Im Kontext der Kunstwelt ist Hakenkreuz nicht strafbar, Tobias Hoch. Das mag eventuell sein. Trotzdem gehört ein Hitler-NFT nicht auf Twitter verlost. Und da sind wir uns doch wohl einig. Das ist doch wohl klar. Dass ein Hitler-Affe-NFT mit einem gespiegelten Hakenkreuz nicht auf einem Influencer-Kanal verlost gehört, ist doch wohl klar. Dass dieses NFT überhaupt erst mintable ist, ist doch schon ein Problem. Ich habe Staatsangehörigkeit Deutsch-Türkisch. Bin kein Nazi, ich habe auch türkische Freunde. Aber an der Stelle hier, das ist natürlich jetzt, das, also nochmal, hier, Monte ist kein Nazi, ne, ganz klar. Selber türkische Wurzeln, meine Mutter ist Türkin, ich habe Familie in der Türkei, auch wenn ich zu denen keinen Kontakt habe, trotzdem habe ich Familie in der Türkei. Und mir ist nur ganz wichtig, dass am Ende in einer Sache sollten wir uns alle einig sein, ein Big You an alle Rechtsextremen und Nazi da draußen. Mehr gibt es nicht von meiner Seite auszusagen. Wichtig und richtig schönes Schlussstatement. Absolut korrekt. Wie gesagt, mein Problem ist nicht, dass es passiert ist, sondern die erste Reaktion von ihm. Dieses so, ach Mann, ja, ist doch gar nicht so schlimm und so, das Ganze ein bisschen zu runter. Er hat alles gesagt, was du gefordert hast. Ja, in diesem Statement. Aber das erste Statement von ihm war ein anderes. Das Statement hier ist okay soweit, das ist top. Es geht mir um die erste Reaktion von ihm, die leider Gottes ein bisschen unüberlegt und schwierig gewesen ist, wo er gesagt hat, das gehört zur deutschen Geschichte dazu und damit muss man sich auseinandersetzen und hat im ersten Moment in die Verteidigungshaltung gezogen und erst dann später eingesehen, dass da was falsch gelaufen ist, ne? Ja, da hat er 2017 in einem Politag was anderes gesagt und er sagt, er würde auch Recht und akzeptieren, respektieren. Ja, mag ja sein, keine Ahnung, kann ich jetzt kein Fact-Checking machen, ob er das gesagt hat oder nicht. Man kann ja auch seine Meinung politisch irgendwann auch ändern, ne? Also, ich finde halt nur, dass der Umgang damit und das Verarbeiten und das Sagen, es ist schlecht gelaufen, hätte anders kommunikativ funktionieren sollen. Ganz einfach. Die Einsichtigkeit. Es hätte nicht passieren sollen. Gut, es ist passiert, es ist doof gelaufen. Ganz einfach. Kacke. Passiert. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was Alpha Kevin dazu sagt, weil ich glaube, der macht ihm da eine ganz andere Ansage, wo ich wahrscheinlich auch nicht teilen kann. Heute mal ein kurzes, aber dafür sehr schockierendes Video. Da ich leider von Monte ohne Grund auf Twitter blockiert wurde, kann ich dort nicht mehr meine Kritik äußern, deswegen kommt das Ganze jetzt in Videoform. Also natürlich kannst du deine Kritik noch auf Twitter äußern, du Vogel, Alter. Monte liest es halt nur nicht. So, by the way, ich habe, glaube ich, wirklich auf Twitter noch nie bei Monte irgendwas gepostet oder gegen ihn irgendwas gepostet. Also ich wurde wahrscheinlich deswegen von Monte geblockt, weil er mein Video geschaut hat, wo ich gesagt habe, dass er kritikunfähig ist. Und dann hat er sich so gedacht, also den Alpha-Kevin, den müssen wir auf jeden Fall auf Twitter direkt blockieren. Das würde ihn so richtig hart nerven. Also keine Ahnung, finde ich auf jeden Fall ganz... Ja, Kritikunfähigkeit würde ich ihm nicht unterstellen generell. Ich würde halt primär sagen so, es ist ein bisschen Kritikschwierigkeit. Kritikakzeptanz ist vielleicht das Problem so ein bisschen. Ist lustig, aber jetzt kommt dieses Video, weil die Sache geht einfach gar nicht klar und hier überschreitet er einfach eine Grenze. Und ich bin euch auch ganz ehrlich, mir ist es auch absolut kackegal, wie negativ er zu mir eingestellt ist. Denn bei solchen Sachen, die gerade vorgefallen sind, da kann ich einfach nicht wegschauen. Gerade bei einem der größten Influencer Deutschlands. Also kommen wir jetzt mal zum Thema. Monte bewirbt derzeit ziemlich aktiv auf Twitter einige NFT-Seiten für die Leute, die damit nichts anfangen können. NFTs sind im Prinzip fälschungssichere Sammlerstücke mit einem Echtheitszertifikat im digitalen Bereich. Also das ist wie, wenn du das echte Bild von Mona Lisa besitzt, dann hat das einen sehr hohen Wert, das ist ein Unikat und das gibt es kein zweites Mal. Und wenn jemand einfach nur dieses Bild kopiert oder nachzeichnet, dann ist das bloß ein Plagiat und hat eben keinen Wert. Und durch dieses Echtheitszertifikat erkennt man, dass du der Besitzer dieses Bildes bist und du den Preis bestimmen kannst über dieses Bild.
Bewegtbild. Und so ist es auch bei NFTs und deswegen gehen wir jetzt einfach mal rüber wieder zu Monte. Monte postet seit dem 10. Januar eigentlich nur noch permanent irgendwelche NFT-Seiten. Finde ich auch schwierig. Ich habe auch ein NFT, was ich gemintet habe, auf Twitter gezeigt. Da habe ich auch einen Mint-Pass for free bekommen, dass ich den Tweet mache. Da ist auch immer die Frage, müsste man das nicht eigentlich als Werbung markieren? Auch nochmal so eine Sache. Hat mein NFT da auch gezeigt. Das kann man ja auch gerne machen. Das ist wie, als würde man seine Kunst zeigen. Ist ja auch in Ordnung. Da sehe ich jetzt auch kein großes Problem mit, ne? Mit irgendwelchen Gewinnspielen. Also wenn man dort mitmacht, kann man dort, wenn man Glück hat, NFTs gewinnen, die einen Wert im fünfstelligen Bereich haben. Und unabhängig davon, dass es mir so vorkommt, dass Monte gar keine Ahnung von NFTs hat und er das erst seit kurzem macht, hat er dann eine Seite beworben namens Kondo Club. Dankeschön, dort sollte man bei denen ein Follow da lassen, das Ganze retweeten und auf deren Discord joinen, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Also alles auf den ersten Blick relativ entspannt, würde man jetzt erstmal sagen. Doch noch bei derselben Promotion hat Monte auch noch unten ein Bild gepostet und auf diesem Bild, wenn man genauer hinschaut, sieht man einfach ein Hakenkreuz mit einer roten Binde, was offensichtlich ein Nazi-Symbol ist. Also das ist ja schon mal eine absolut kranke Scheiße. Wenn man bedenkt, dass Monte auf Twitter über 1 Million Follower hat. Ja gut, aber nochmal, dann war das Research von E-Man, das ist jetzt auch ein Tag zu alt, das Video. Das Video ist jetzt auch nicht aktuell, ne? Also Monte hat es ja selber nicht gepostet, sondern einfach ein Mitarbeitermanagement oder irgendwer hat da Scheiße gebaut, nicht er. Das muss man an der Stelle erstmal sagen. Der erste Fehler wurde ja nicht von ihm begangen, ne? Klar kann man ihm jetzt auch irgendwie sagen, das musst du aber dann doppelt und dreifach fact-checken. Du nimmst doch wohl keine Placements an, ohne drüber zu gucken. Aber ich sag's auch ehrlich, aus dem Alltag eines Influencers oder Streamers, man vertraut seinem Mitarbeiter auch da, dass das alles sicher ist und sagt dann auch, schreibst du gerne den Text und mach du das gerne ready. Also da muss man ihn auch einfach ein Stück weit in Schutz nehmen, ne? Und dann sowas für diese Follower bewirbt. Und darüber hinaus erkennt man auch direkt auf dieser Kondo-Seite, dass sie einen richtigen Hitler-Affen dort als NFT anbieten. Ja, das ist halt das Problem. Also man muss bloß oben bei dieser Seite auf NFT-Landing gehen und dann kommt schon dieses Bild. Also hat sich Monte nicht informiert und nicht gesehen, dass man sowas dort bewirbt? Man macht sich's einfach, meinst du? Nee, aber man hat natürlich dafür ja bewusst Leute eingestellt und keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Also da müsste der Mitarbeiter auf jeden Fall dicke einen am Deckel bekommen. Ich denke mal, das ist auch hinter den Kulissen passiert. Nein, man kann mir jetzt auch als ein Monte-Fanboy nicht damit kommen, dass es doch ein japanisches Friedenssymbol ist. Weil ja, das sind genau die Relativierungen, die hier einfach in diesem Kontext keinen Sinn machen. Es ist ein Hakenkreuz, weil das trägt ein Affe, der aussieht wie Adolf Hitler. Schließlich ist es ja spiegelverkehrt. In anderen Ländern, Hust, USA, ist das ja erlaubt. Die fahren voll drauf ab. Ja, auch in Korea und Japan genießt das Hakenkreuz und Hitler und sowas riesige Popularität und wird noch auf T-Shirts gedruckt und sowas. Aber in Deutschland ist es halt einfach aufgrund unserer Historie mehr als nicht nur gesellschaftlich nicht in Ordnung, sondern auch einfach strafrechtlich nicht in Ordnung. Meine Worte wird offensichtlich ein NFT-Hitler-Affe angeboten mit einem Hitler-Bart, einem Seidenscheitel, einer roten Binde mit einem Hakenkreuz drauf, was einfach nur spiegelverkehrt ist, damit es noch halbwegs recht. Ja, und der crasht hier gerade so ein russisches Flugzeug, ne, wie man hier sieht. Ist und das dadurch vielleicht von der künstlerischen Freiheit gedeckt wird. Also so dumm kann man gar nicht sein, um das nicht zu checken, dass das einfach eine Nazi-Scheiße ist. Ja, also dieser ganze Affe ist mir eigentlich scheißegal. Es ist halt super dumm, es ist eine Karikatur von einem Affen, der aussieht wie Hitler. So what? So, wir sind, ne, das ist ja das Ding. Es ist natürlich scheiße und so. Und das passiert, ist es dumm. Das ist aber immer noch nicht das Problem. Die Einsichtigkeit von ihm und sein Verhalten direkt nach dieser Aktion macht es für mich problematisch erst. Das Relativieren davon. Und was soll ich jetzt sagen? Nachdem Monte dann dafür kritisiert wurde, hat er natürlich erstmal ein paar Kritiker geblockt. Anders habe ich es aber auch nicht erwartet, muss ich an der Stelle zugeben. Und anstatt sich jetzt für so eine unfassbar dumme Werbung bei seinen Zuschauern zu entschuldigen, rechtfertigt er sich auch noch im Livestream und sagt dann dazu Folgendes. Ich für mich ganz persönlich hätte es vermutlich gar nicht gelöscht, weil letztendlich, Digga, gehört das auch zu der Historie dazu. Ja, und das ist das Problem. Und nur weil es irgendwie mal irgendwo ein Hakenkreuz zu sehen ist, macht nicht jeder gleich salutiert, still, stramm und grüßt Adolf. Das ist Schwachsinn, Digga. Und das ist halt dieses Statement, was mich so stört. Dieses zweite Statement ist in Ordnung und er hat es dann eingesehen, aber dieses erste Statement war leider unüberlegt und dumm. Ja, diese ganze Nazi-Scheiße gehört halt leider auch zu dem, was damals passiert ist, dazu. Und da sieht man sogar in seinem Chat sehr viele Fragezeichen. Aber, ja. Ja, ich würde sagen, Argumentation durchgespielt, Monte. Junge, was hat ein NFT mit der Geschichte Deutschlands zu tun? Warum gibt man einem Hitler-NFT einen Wert, als wäre es etwas Besonderes oder was Wertvolles? Also das, was er dort gesagt hat, ist in keinem Universum auch nur ansatzweise gut oder auch irgendwie nachvollziehbar. Und dass er das auch noch seinem scheinbar echt unklugen Publikum erzählt und die dann auch noch schreiben, true. Das ist jetzt auch wieder Community-Bashing. Man hat gerade ganz klar im Stream in dem Screenshot gesehen, da waren 400 Fragezeichen aus der Community, die selber hinterfragt haben und zwei Idioten schreiben halt true. Also das ist jetzt auch wieder
entweder komplett schwach sind und selektiert, um die ganze Community von Monta als Affen darzustellen, was der nicht der Fall ist. Das ist komplett, komplett schwachsinnig. Also sogar, wie gerade schon gesagt, VIPs und Mods von ihm haben das sogar in Frage gestellt in diesem Clip. Das ist komplett schwachsinnig, das jetzt hier wieder so zu selektieren, als wäre die komplette Community jetzt so. Oder eben, das ist unsere Geschichte. Das sind man sieht doch hier sogar, Junge, was redest du da? Und die Pepes sprechen ja wohl auch eine deutliche Sprache, also... Da tut mir echt alles weh. Also unfassbar gutes Vorbild an der Stelle. Nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich werde diesmal wirklich sauer bei sowas. Also ich bin ja schon ohnehin enttäuscht über seine ganze Casino-Sache, wie er dazu steht, auch in der Öffentlichkeit, dass er das auch gerne bewerben würde und so weiter und so fort. Aber dann solche Seiten zu bewerben, ohne sich darüber zu informieren, was man dort eigentlich postet, das geht meinen Augen eigentlich gar nicht fit. Und vor allem bei seiner Größe und welchem Publikum er das vorstellt. Und vor allem meinte er ja gerade auch noch, dass er es für sich persönlich nicht gelöscht hätte. Ich für mich ganz persönlich hätte es vermutlich gar nicht gelöscht, weil letztendlich, Digga, gehört das auch zu der Historie dazu. Hä? Warum hast du es dann auf Twitter gelöscht, als du kritisiert wurdest? Stehst du etwa jetzt nicht mehr zu deinen Worten, wofür du sonst eigentlich immer so krass gefeiert wurdest? Ich check es einfach nicht. Und ich verstehe auch absolut nicht, warum kein einziger YouTuber mal etwas dazu sagt, bis auf Tanzverbot. Ich check das wirklich nicht. Das ist der Einzige, der unter diesem Tweet als YouTuber was... Ja, das ist wieder diese Anti. Alle YouTuber sind eingeschworen und die da, die ganz Großen, die hängen so alle miteinander und keiner traut sich irgendwas zu sagen. Ich bin hier der Freiheitsritter, scheiß. So, ja, komm, Digga. Ist jetzt auch egal. Im Endeffekt kann man ihm da teilweise recht geben, teilweise nicht. Wichtig ist doch einfach, dass jetzt verstanden wird, dass diese Geschichte jetzt hoffentlich abgeschlossen ist und dass ich mir einfach nur von Monte persönlich wünsche, dass er da Dinge früher und eher eingesteht, besser versteht und auch einfach mal Dinge vielleicht ein bisschen überdenkt, bevor er was statet. Weil das ist nämlich jetzt ganz oft schon passiert. Statement rausgehauen und es war nicht überlegt und es ist dann dementsprechend halt angekommen. Ne? Also vielleicht die Worte vielleicht vorher ein bisschen überdenken, zurechtlegen. Und dann passt das auch. Mehr wünsche ich mir eigentlich gar nicht. In diesem Sinne.